Die 10. Folge von Tears of the Kingdom Memes. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr habt noch nicht genug und wir sind jetzt bei der 10. Folge. Das freut mich super. Ich glaube, so schnell ging das noch nie bei irgendeinem Subreddit oder irgendwas anderem, dass ich so schnell so viele Folgen gemacht habe. Deswegen vielen Dank, dass euch die so immer gefallen. Und wenn ihr mehr wollt, gerne ein Abo da lassen. Du hast Probleme mit dem Molduga? Hier ist ein Rad. Das hilft anscheinend. Und damit kannst du ihn ganz locker besiegen. Hätte ich auch mal gerne gewusst, als ich das erste Mal gegen den gekämpft habe. Ein Guardian Stalker. Jeder kennt es noch aus BOTW. Nur, dass die da ein bisschen brutaler waren, glaube ich. Aber der schaut schon mal schön aus. Oder so. Und der funktioniert schon mal besser als 99% der anderen davon. Es wurde herausgefunden, dass die Ventilatoren nach 1 bis 2 Stunden Benutzung auch anfangen zu blinken und sich dann auflösen. Wieso hast du das für 1 bis 2 Stunden benutzt? Also da bin ich nicht mal mehr, muss ich sagen. Das ist echt eine lange Zeit. Aber wenigstens hast du noch das Lenkteil. Die Überschrift war High Five. Ich habe Angst, was das wird. Eigentlich wird das wahrscheinlich nur was irgendwas Dummes. Sind das explosive Fässer? Ich glaube, das sind explosive Fässer. Die Hände. Nein, diesmal nicht. Das war eine große Explosion. Wow. Dieses Fahrzeug kann auch auf dem Kopf fahren. Ja, wenn die Ventilatoren das immer randrücken, ist schon irgendwie cool. Aber heißt das nicht, dass du dann einfach fliegen kannst? Fährst du rückwärts oder geradeaus? Ich glaube geradeaus. Die Überschrift war, es ist nutzlos, aber es schaut gut aus. Ja. Wenigstens weiß er genau, was er gemacht hat. Es ist nutzlos, aber es schaut cool aus. Die Feder kann dich durch Wände schubsen, wenn du das richtig anplatzierst, ganz nah. Und schon bist du in ein Haus, wo du nicht rein kannst. Oder wo du rein kannst. Aber cool, falls irgendwas verschlossen ist. Wenn du irgendwie einen Baumstamm oder ein paar mehr an der Rakete festmachst und das Spiel denkt sich, nope, die will ich nicht. Wohin sind die? Kannst du das bitte nochmal machen? Wenn du dich an Tulin rechts. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen, wenn du dich an Tulin rächtst, weil er immer deine Items wegschubst. Ey, es ist verdient. Die ganzen Jahre, in denen Link Zelda gerettet hat, haben ihn ziemlich mitgenommen. Da kann er nichts dafür. So oft, wie er Zelda retten musste. Ich glaube, das ist ja extremer als Mario. Er hat ein Todesquad gemacht. Los, meine Armee! Da sind Waffen vorne dran und die werden eingefroren. Also fahren die eigentlich immer nur auf Gegnern und schlagen die mit den Schwert. Das ist ziemlich schlau. Das ist legit mega gut. Hey, also falls ihr mal Schwierigkeiten habt, hier habt ihr eine Lösung für alle Gegner, wie es scheint. Ich stelle vor, der One-Punch-Pickup. Das ist groß. Und warum One Punch hier? Weil es alles von der Brücke puncht? Warum macht das so viel Schaden? Das sind Elite-Monster. Warum werden die geone-shottet? Du liebst Ruderboote, aber du willst auf Land gehen? Jetzt haben wir das Gefährt für dich. Wenn du genauso langsam sein willst wie jedes Ruderboot, nur noch langsamer. Bin gespannt, was passiert, wenn das mal ein Gegner findet. Das wird wahrscheinlich rückwärts gehen. Ein einzelner Ventilator für einen Podracer. Okay, das sind wieder diese Tumbleweeds. Also cool, dass es funktioniert, aber warum schaut das aus, als ob der Ventilator gleich runterfällt? Und warum ist das so schnell? Warum? Ey, voll gut. Dir ist langweilig. Du hast zu viel Zeit. Hier hast du ein weiteres Ruderboot. Ja, viel Spaß. Wir sehen uns in 18 Stunden. Ich habe Angst vor dem, was wir gleich sehen werden. Die Qualität ist so schlecht, da kann ich nichts tun. Er schlägt es an und los geht's. Die Schlange. Okay, danke für die Vorführung. Wenn du nur Lust hast, in einen Freizeitpark zu gehen, dann baust du dir das. Die Leute haben zu viel Langeweile, habe ich das Gefühl. Und du kannst es steuern. Wow, eine Seekreatur. Das Monster von Loch Ness. Nein, es ist irgendwas Schwimmendes. Irgendwie freut es mich trotzdem, dass sowas gebaut wird. Auch wenn es nutzlos ist. Energiesparend und manövrierbar. Jetzt mit dem Teil. Das ist aber auch klug. Der benutzt einfach die Propellern, damit die sich gegenseitig antreiben. Weil das ist nicht viel
Energie, was da verbraucht wird. Der einzige Nutzen für Junobo, oder wie ist er nochmal, den keiner sonst benutzt, weil er das Fahrzeug sonst nur schwerer macht und nutzloser. Du brauchst nur den einen Minimal-Tank und dann schön nah ran. Es funktioniert ziemlich gut. Nur die Framerate sagt nö. Dieses Foto, das meine Schwester gemacht hat. Schaut gut aus. Kann man das als Tierquälerei bezeichnen? So heißt die Überschrift. Naja, du bist aus Metall. Du ziehst den Blitz an. Aber du hast Fleisch wenigstens. Also von dem her, es geht. Ich würde Nein sagen. Wenn du in einen Schrein gehst und du siehst den Hintergrund. Ja, ja. Also ich kann es verstehen, weil es echt viele gibt davon. Wenn der Jäger-Clan etwas Selbstbewusstsein bekommt und denkt, oh, ja, ich weiß, was du denkst. Noch eine Falle. Ich werde einfach weitergehen. Puh, genau so denkt man darüber. The Flying Dutchman. So war der Titel. Und wenn der Strom ausgeht, dann geht es weiter. Denn das bleibt immer oben. Finde ich voll cool. Das hat ja gar keine Höhe verloren. Die Überschrift ist, oh, die können sich teleportieren. Der Jumpscare High. Oder das waren andere Hände und die wollten nur mal Hallo sagen. Du baust dein Haus und findest einen Fisch und denkst, ja, neuer Fisch. Und denkst, oh, verdammt, den wollte ich nicht aufheben. Ich will ja Fische hier haben. Und dann ist er tot. RIP. Wenn du deinen ersten Roboter baust und der tanzt Macarena. Oder irgendwas, was man nicht weiß. Ich sag, das ist Macarena. Ein funktionierendes Flugzeug. Es braucht nur Starthilfe. Warum ist das oben nicht mal fest richtig? Das verbraucht ein bisschen Strom, ne? Ist jetzt nicht das Schnellste, aber schaut gut aus. Mr. Walker. Hey, der kann gut gehen. Und gut explodieren, obwohl der noch heil ist. Wenn die Kirchenglocke läutet, jede Stunde oder so war das, ne? Ich würde da nicht mehr wohnen wollen, obwohl das ja die Schule ist. Stell dir vor, du musst lernen und dann macht Link sowas. Wir nennen es den Schieber. Warum? Genau deswegen. Ist das nicht Quälerei? Das ist so ein ultra langsamer Tod gegen denen, die nicht mal was machen können. Die können nur zuschauen und warten. Hier, du darfst dich auf meinem Bett ausruhen. Dann kannst du endlich selbst zu deinem Freund gehen. Ich glaube, das ist der Erste, der ein Bett bekommen hat. Und zwar unverdient. Wie schnell wirst du werden? Gerät schaut schön aus. Das hätte ihn fast ins Wasser gehauen. Ist eigentlich wie so Bowling spielen. Du hättest fast alle Kegel bekommen. Wenn du nicht mal mehr weißt, was du da baust und dann schaut das so aus. Es funktioniert. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist sehr interessant und schön. Ist das das gleiche wie gerade, nur dass du diesmal oben bist? Wie groß soll es sein? Ja, was wird gebraucht? Strom, Wasser. Ach, zum Verteilen. Ah, und wir haben ein fliegendes Boot, ein fliegendes Flugzeugboot. Das ist ein Flugzeughänger schon fast. Jeder Zelda-Fan, der BOTW gespielt hat. Ich vermisse diese Fähigkeit. Ganz ehrlich, mit der Fähigkeit, für die, die es nicht wissen, dann bist du ein bisschen in die Höhe geflogen. Hau dir eine Rakete ans Schild. Hast du genau das Gleiche. Irgendwie vermisse ich die nicht. Okay, du hast das gefunden, was auch immer das ist. Wirfst es rein und springst hinterher und wirst getroffen. Wunderschön. Viel cooler wäre es, hätte er noch Feen und hätte jede einzelne Fee dadurch verloren. Hier wurde ein richtiger Song geschrieben mal. Ich finde das echt schön, dass sowas gebaut wird. Ich wünschte nur noch immer, man könnte den Laser wegmachen vom Sound. Ganz viele Gegner, was machst du? Schnell! Was ist das? Einfach nur ein Stück Stein mit einem Felsen drauf. Ist das nicht irgendwie ein Kriegsverbrechen? Das muss doch irgendwie eins sein. Das tötet selbst eine Elite einfach instant. Der Fleischwolf. Wenn du deine Gegner mal ein bisschen quälen willst. Warum werden wir eigentlich immer brutaler in dem Spiel? Können wir nicht ein bisschen normaler sein? Das perfekte Fahrzeug, wenn du zwei Wände hoch willst. Also es ist schön, dass es funktioniert.
aber gebt mir mal einen Nutzen an. Obwohl, es könnte als Fahrstuhl gut sein. Ich präsentiere den bewegbaren Fleischwolf. Wenn der stationäre nicht gut genug ist, dann fahr mit dem Fleischwolf einfach über die Gegner. Oder über die Opfer. In dem Fall. Okay, was haben wir hier? Ich sehe ein Kora. Ey, der hat gar keine Lust mehr. Er konnte sich entscheiden. Am Ende. Wenn du selbst nicht mehr weißt, was du machen sollst, dann bau dir den Drehturm. Ich glaube, da ist ein Ventilator, aber irgendwie kommt der nicht hoch so richtig. Du liebst Heißluftballons. Hier ist, wie du ihn richtig benutzt. Und ich habe eine Kanone noch gesehen. Definitiv eine Kanone, die auf einen Heißluftballon schießt. Ist aber auch kreativ. Tief so zu fahren, springen, was auch immer. Vor allem, wie schnell er Strom wieder bekommt dann. Ich sehe sehr viele Explosionen. Komm her, mein Gegner, du liebst uns? Dann hier hast du eine kleine Eisenkugel. Das wird doch niemals gut gehen. Sag ich ja. Es ist der Hammer oder was auch immer. Ich finde schön, dass jetzt irgendwie die Heißluftballonteile benutzt werden, um gegen sich selbst zu schießen. Da ist eine Kanone drin, die eigentlich nur auf den Gegner zielt, also zum Gegner dann bringt, dieses Teil. Was ist mit den Heißluftballons? Da wurde wirklich nur eine Kanone hingehauen. Und warum ist die Physik so komisch? Ah ja, genau so funktioniert das, oder? Ja, genau so. Wenn du ein Pokémon-Battle hast. Los, was auch immer du bist. Und was ist das bitte für ein Pokémon? Kann mir das jemand sagen? Gangnam-Mon? Sie baut den Arm nach als Prosthetik. Also als Prothese. Finde ich cool. Du hast aber noch nicht alle Ringe. Ist die Tür gesichert? Ja, Vater. Die Fenster verriegelt? Ja, Schatz. Gut. Dieser Verrückte kommt heute hier nicht rein. Kommt durch den Boden. Mich wundert es eher, dass die Leute gar nicht so viel Angst haben, wenn jemand durch den Boden oder so kommt. Da wird einfach keine Frage gestellt. Ist so, okay. Ja, es ist Link. Das kann schon sein. Wenn die niederen Lebensformen wieder Stress machen. Okay, du kannst das auch ein bisschen netter ausdrücken. Der baut eine Kanone, wo solche Stahlteile geschossen werden. Stahlstangen. Und die fliegen echt weit. Man hat das gar nicht erkannt. Aber wenn er das zurückruft, ja. Jetzt ist die Frage, wie viel Schaden das macht. Mehr Glitches. Wenn du mit dem Autobauen einfach Fleisch nimmst und das in einem kalten Gebiet, friert das ein und du musst das nicht erschaffen. Du hast einfach unendlich viel Fleisch. Die Frage ist, kannst du es wieder auftauen? Ich habe es noch nicht probiert. Die Überschrift war, zählt das als Gen? Bestimmt. Also in irgendeinem Leben zählt das bestimmt als normales Gen. Hier ist ein Beispiel, wie viel Detail einfach in dem Spiel ist. Oh nein! Du kannst es nicht von hier lesen. Aber wenn du dir eine Box dahinstellst und darauf gehst, kannst du es auf einmal lesen. Finde ich irgendwie cool. Hier sieht man, wie effizient man mittlerweile schon fliegen kann. Man sieht den Stromverbrauch und dafür kann man fliegen. Und wenn man die Gleiter rückwärts fliegt, verschwinden die nicht. Ist auch so ein weird Fact. Die Gleiter verschwinden nicht, wenn die rückwärts fliegen. Das war's mit der 10. Folge. Wenn ihr mehr wollt, gerne ein Abo dalassen und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge.